Karl Marx und Friedrich Engels haben einmal den Slogan entwickelt, alle reden vom Wetter, nur wir nicht. Bei der EZB ist es so, alle reden von der Anhebung der Zinsen und der viel zu hohen Inflation, nur die EZB nicht. Und das wird langsam ein bisschen unangenehm, denn der Druck durch diese sehr hohe Inflation und der Druck durch das Vorbild der anderen, vor allem durch das Vorbild der Fed, die hier richtig jetzt Gas geben will und damit natürlich andere Notenbanken, vor allem auch die zweitgrößte Notenbank des Westens, die EZB, damit unter Druck setzt. Was tun? Was wird man heute sagen bei der Entscheidung, vor allem bei der Pressekonferenz von Christine Lagarde? Das ist einer der interessanten, der spannenden Fragen. Schauen wir uns mal zunächst die Situation an, wie sie sich bei der Fed darstellt. Da hat Waller von der Fed nochmal gesagt, ja, also ich unterstütze hier 50 Basispunkte Anhebungen im Mai, dann wahrscheinlich auch im Juni und im Juli. Also das wäre bis Juli dann nochmal 1,5% Zinsanhebungen. Man will über die neutrale Rate kommen in der zweiten Hälfte diesen Jahres. Also das heißt, man will wirklich auch bremsen, wenn man über der neutralen Rate ist bei den Zinsen. Dann heißt das, dass man durchaus hier einen gewissen monetären Gegenwind gibt. Er sagt, die Inflation, dass die so hoch ist, jetzt in den letzten Daten sei nicht überraschend. Und wir müssen die Inflation unter Kontrolle kriegen. Dann auch interessant die Aussagen, ja, könnte sein, dass die Inflation jetzt pretty much at the peak ist, also praktisch auf dem Hochpunkt ist auf der einen Seite. Und er sagt, es ist komplett möglich, eine Rezession zu vermeiden, wenn wir die Zinsen anheben. Good luck, Mr. Waller, das hat noch nie wirklich funktioniert, wird auch diesmal nicht funktionieren. Die Fed wird dann so lange die Zinsen anheben, bis etwas bricht und dann wird man wieder zurückgehen. Aber zunächst mal wird man eben die Zinsen anheben und das ist das Entscheidende. Und dass man das tun muss, das zeigen so kleine Dinge, die ganz große Dimensionen haben. Etwa jetzt die Meldung, dass Amazon hier den ganzen Verkäufern, die auf der Plattform von Amazon sich tummeln, und das sind ja Millionen mit einem gigantischen Volumen, was da unterwegs ist, da wird man mal jetzt die Preise diesen Verkäufern um 5% anheben, also man wird Gebühren anheben, weil eben die Spritkosten und die Inflation so stark gestiegen sind. Und wenn so ein absoluter Dickfisch wie Amazon, der praktisch weltweit den Onlinehandel dominiert, wenn der, oder zumindest im Westen, wenn der die Preise anhebt, dann wissen wir, was das bedeutet. Dann müssen die Verkäufer, die sich hier auf dieser Plattform tummeln, mitziehen. Die wollen ihre Marge erhalten, also werden die auch ihre Preise anheben. Und so entsteht dieser Rattenschwanz, den die Fed bekämpfen will. Die EZB offenkundig nicht. Schauen wir uns mal die anderen Notenbanken an. Hier sehen wir eine Übersicht, wer alles praktisch die Zinsen anhebt. Rot, was Sie da in der Grafik sehen, sind Zinsanhebungen als letzten Schritt und blau Zinssenkungen. Und es gibt ganz wenige, die jetzt nochmal Zinsen senken, wahrscheinlich die Chinesen als einzige, die das als relevante Notenbank tun. Alle anderen heben an, so hat Neuseeland 0,5% angehoben, also 50 Basispunkte. Kanada gestern, heute Nacht überraschenderweise Südkorea, also sie sind alle dabei. Und wenn wir uns Kanada mal anschauen, dann hat man nicht nur die Zinsen um 0,5% angehoben, sondern auch gesagt, wir starten jetzt mit dem Quantitative Tightening, also mit der Bilanzreduzierung, und das heißt nichts anderes als Entzug von Liquidität. Jetzt ist schon bei der Bank of Canada sind schon die Bilanzen um 15% gesunken und auch die Bank of Canada ist überzeugt, dass das alles durch die Wirtschaft und durch die Märkte verkraftet werden kann. The economy can handle higher interest rates and they are needed, so heißt es von der Bank of Canada. Wie die zweijährige Anleiherendite das verkraftet, sehen wir hier, da geht es massiv nach oben. Auch die Kanadier werden ihre Wirtschaft in die Rezession bringen. Es wird nicht anders gehen, um diese Inflation zu bekämpfen. Und hierzulande, hier in der Eurozone, da haben wir eine Inflation von 7,5% zuletzt gehabt, aber wir haben Zinsen bei Null, wir haben Einlagezinsen, die negativ sind. Und was besorgt Frau Lagarde? Ich hatte es gestern schon thematisiert, nicht, dass die Inflation zu hoch ist, sondern dass die Anleiherenditen steigen. Also das Symptom auf eine zu hohe Inflation besorgt Frau Lagarde, weil ihr Höchstwert, ihre höchste Priorität letztendlich die Finanzierung der Eurozone ist. Dementsprechend wird man, solange es irgendwie geht, die Augen zudrücken vor dieser Inflation, bis es dann sozusagen wie ein Tsunami über die EZB kommt und sie panisch versucht, irgendeinen Rettungsring sich zu greifen. Aber das wird wahrscheinlich dann nicht mehr gelingen.
Hier sehen wir neues Allzeithoch beim Balance Sheet, also bei der Bilanzsumme, 83% jetzt des BIPs. Und wenn wir das Ganze mal auf Deutschland runterbrechen, nach der sogenannten Taylor Rule, ein Wissenschaftler namens Taylor hat mal versucht herauszufinden, wie müsste eigentlich der Zinssatz sein bei einer gewissen Arbeitslosigkeit und einer gewissen Inflation. In Deutschland müsste er bei 6,7% sein, der Leitzins. Und wo ist er in der Realität? 6,7% tiefer, also bei 0. Das ist genau der Punkt, der hier jetzt so ein bisschen natürlich ins Auge sticht. Es ist immer krasser und das sagt auch die BIS, die Notenbank der Notenbanken gewisserweise. Hier hat man gesagt, die loose monetary policy and generous fiscal programs help to cause the latest flare-up in consumer prices, sagt der Chef der Notenbanken, die BIS ja. Bank of International Settlement, wenn man so will, die zentrale Instanz aller Notenbanken, die Notenbank der Notenbanken. Also da ist man bei der BIS durchaus besorgt, dass da etwas aus dem Ruder läuft. Das sollten wir auch sein, denn diese Inflation, die wird zu gesellschaftlichem Unfrieden führen. Es wird größere Verlierer geben und weniger große Verlierer. Es wird vor allem viele Verlierer geben, das sind die Geringverdiener. Dadurch entsteht gesellschaftlicher Unfriede. Das muss nicht in eine Hyperinflation münden, wie wir es in den 1920er Jahren gesehen haben. Aber wenn du eine Notenbank hast, die nichts dagegen tut, weil sie sozusagen diese Preisstabilität, die eigentlich ihr Hauptmandat ist, nicht mehr ernst nimmt, dann ist das große Problem, dass die Dinge dann schnell eskalieren könnten und dürften. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir die EZB abschaffen sollten. Hashtag and the ECB. Gehen wir mal jetzt zu den Märkten. Lass uns also zu was ganz anderem kommen, ja. Nämlich zu dem, was an der Wall Street passiert ist. Wir sehen hier, dass praktisch alles gestern im Plus war. Bis auf die Finanzwerte wegen JP Morgans Zahlen, respektive den Kreditrückstellungen, die deutlich gestiegen sind. Auf der einen Seite das Investmentbanking bei JP Morgan war nicht so gut. Energie ist stark gestiegen, aber vor allem Tech und dann Consumer Discretionary, also diese offensiven Sektoren, Risk-On-Sektoren. Und wir sehen hier mal bei der Heatmap, dass es vor allem die Dickfische waren. Eine Microsoft, eine Apple, eine Google, eine Amazon, eine Tesla. Die Dickfische also, die hier die Märkte nach oben getrieben haben. Und das interessanterweise angesichts der Situation, dass es eine immer größere Kluft gibt zwischen der Bewertung dieser 10 Dickfische im S&P 500, also der großen US-Tech-Unternehmen, und dem, was sie an Gewinnen eigentlich dazu beitragen innerhalb des S&P 500. Hier sehen wir, der Beitrag des Gewinns liegt bei 23,8%, aber die Marktgewichtung in dem S&P 500 liegt bei 30,7%. Diese Lücke ist zu groß, wird sich schließen müssen. Deswegen ist die Frage, war das gestern in Trendrichtung oder, naja, ein Gegentrend. Hier sehen wir zunächst mal, der S&P 500 hat sein 50er Retracement gehalten bei 4.380 Punkten. Jetzt könnte er nochmal ansteigen an diese obere Trendbegrenzung des Abwärtstrendkanals. Wäre alles andere als erstaunlich. Und erstaunlich wäre es auch, wenn hier diese Parallelen zum Jahr 2008 hier noch der Fall wären. Das sieht sehr, sehr parallel aus. Diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Klar, man kann 2008 nicht vergleichen mit jetzt, aber ich finde es trotzdem eine interessante Parallele. Schauen wir uns hier mal den Nasdaq Composite an. Der hat seinen 61,8er Retracement auf Fibonacci-Ebene gehalten, seit dem Hochpunkt jetzt dieser technischen Rallye, die wir gesehen hatten, nach dem vorherigen Abverkauf. Das hat erstmal gehalten. Jetzt gehen wir nach oben. Unten sehen wir mal 15 Minuten Zeitebene. Da sind wir jetzt an die wichtige 50er gleitende Tageslinie gekommen auf der einen Seite. Und oben sehen wir im RSI schon ein bisschen sehr hoch, der RSI. Also kann noch ein bisschen weitergehen. Wir haben auch leicht positiver jetzt auf Future-Basis im asiatischen Handel die Dinge gesehen. Aber kurzfristig wird es dann ein bisschen enger. Wie ist jetzt etwa unsere zweitbeste Freundin oder genauer gesagt meine zweitbeste Freundin Cathie Wood unterwegs? Die hat gestern nochmal gesagt, ja, also sie erwartet praktisch einen Return ihrer Investments von 50% jährlich. Das hat sie auf CNBC gesagt. Jetzt hat sich dann ihre ehemalige Chefin gemeldet. Die war mit ihr bei Allianz Bernstein im Vermögensverwaltungsbereich und die hat gesagt, Cathie ist ein Boom- und Bust-Investor,
denn sie hatte keine Strategie oder kein Risikomanagement. Und Cathie Wood ist für mich so das Symptom eigentlich der ultralaxen Geldpolitik, Liquiditätsflutung der Notenbanken. Dann werden solche Figuren wie Cathie Wood, die intellektuell daherkommt, aber faktisch eine Hasardeurin ist, nach oben gespült. Und es wird praktisch diese Blase rationalisiert durch Cathie Wood, indem sie sagt, ja, diesen und diesen Unternehmen gehört die Zukunft, das weiß ich ganz sicher, etc. Diese Werte steigen dann auch, dann sagen alle, wow, die heilige Cathie, sie hat es ja wirklich gerafft, um dann festzustellen, dass sie sozusagen vom Sockel fallen wird, weil sie kein Risikomanagement hat, weil sie sozusagen nur ein Symptom einer Blase ist und eigentlich die Struktur nicht verstanden hat. Das zumindest ist meine These. Kommen wir jetzt zum ernsten Bereich dieses Videos, meine Damen und Herren, zu dieser ganzen Russland-Ukraine-Geschichte. Jetzt haben immer mehr Firmen, Vitol und andere große Rohstoffplayer, die vor allem in der Schweiz sitzen, haben jetzt gesagt, wir werden kein russisches Öl mehr handeln. Jetzt hat vor allem scheint Rosneft auch ab 15. Mai hier boykottiert zu werden, embargoisiert zu werden in gewisser Weise, weil man fürchtet eben sich vor den Sanktionen, vor den Maßnahmen, die dann die EU oder auch die Schweizer Behörden gegen diese Firmen ergreifen könnten, nämlich gegen die westlichen Firmen, die vorwiegend in der Schweiz sitzen im Rohstoffsektor und eben nach wie vor mit den Russen handeln. Jetzt sagen die USA, hat gestern Biden gesagt, man wird seine Unterstützung für die Ukraine nochmal deutlich verstärken, expands flow of intelligence, also Aufklärungssysteme dort liefern, wie auch Waffen liefern. Und diese Waffen, die scheinen schon durchaus Folgen zu haben. Sie wissen ja, die russische Marine ist mit einigen Schiffen vor Odessa. Jetzt wurde da ein Schiff angeschossen der Russen vor Odessa, ein Kriegsschiff, offenkundig mit relativ moderner Technologie. Also die Russen sind natürlich nur in der Lage, diesen Widerstand zu leisten aufgrund der Technologie der Amerikaner. Biden hat jetzt gesagt, also man wird vor allem Artilleriesysteme liefern, Armored Personnel Carriers, man wird vor allem Helikopter liefern. Also diese ganze Geschichte weitet sich immer mehr aus. Jetzt hat die EU auf wirtschaftlicher Ebene gesagt, dass hat die Mitgliedstaaten gewarnt, dass man auf keinen Fall das russische Gas in Rubel bezahlen sollte oder in irgendeiner Form auf diesen Deal eingehen. Verstehe ich nicht so ganz, denn nach wie vor zahlen ja eigentlich die westlichen Firmen in Euro oder in Dollar, wird dann umgewandelt. Aber however, schauen wir uns jetzt mal eben das an, was in Russland der Fall ist. Da sehen wir wahrscheinlich eine Inflation von 17-20%. Ich hatte mal ein Video gemacht, dass sozusagen die Höhe der Inflation oder Inflation auch ein strategisches Mittel ist, hier in diesem Krieg, wenn man so will, den Gegner zu schwächen. Russland wird jetzt alle Waffen, Transporte, die sozusagen durch den Westen kommen, als legitime Ziele ansehen. Und erstaunlich auch, dass offenkundig die Ukraine in der Lage ist, hier teilweise schon auf russischem Terrain auch anzugreifen. Hier wurde ein Checkpoint an der Grenze in der Region Kursk offenkundig attackiert. Und interessant auch, dass die Russen jetzt praktisch kein Gas mehr durch die Ukraine schicken, also durch diese Pipeline, sondern dass man nach wie vor durch Nord Stream 1 das Ganze schickt. Das geht hier oben in der Ostsee. Das ist praktisch parallel zu Nord Stream 2, das ja nicht gekommen ist oder nicht kommen wird, wohl wie es aussieht. Also man umgeht die Ukraine, schickt also praktisch kein Gas da durch. Und die Jamal-Plattform bleibt dann praktisch ungenutzt. Warum auch immer, weil hier nicht bestellt wird, das ist die große Frage. Die Ukraine profitiert ja massiv von diesen Durchflüssen von Gas. Dafür kriegt man ja von den Russen Geld. Jetzt hat Janet Yellen, um jetzt mal diesen größeren geostrategischen Zusammenhang nochmal auf die Spuren gesagt, ja, die Haltung der Welt gegenüber China wird davon abhängen, jetzt wie man sich in Peking gegenüber den Russen verhält. Und jetzt haben wir da schon einige Indikationen. So hat zum Beispiel jetzt CNOOC, das ist praktisch der große Öl- und Gasproduzent in China, gesagt, okay, wir überlegen, ob wir uns jetzt aus Europa, also Großbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten zurückziehen, weil man eben die Angst hat, dass die eigenen Assets durch Sanktionen des Westens blockiert werden. Das ist natürlich ein riesiger Schritt oder wäre ein riesiger Schritt auch hin in diesen Deglobalisierungsprozess. Die Chinesen ziehen sich zurück aus Europa vor allem.
andere Firmen gehen aus Russland, gehen vielleicht auch raus aus China, denn die Stimmung unter den ausländischen Firmen in China ist miserabel, wie ich aus Quellen höre, denn es ist so, dass ja diese Firmen sagen, Mensch, wie könnt ihr eine solche Politik jetzt fahren, all das sehr höflich verpackt an die chinesischen Autoritäten, aber was in Shanghai passiert, könnte für Xi Jinping massive Konsequenzen haben. Neueste Insider-Informationen deuten darauf hin, dass die Zensur in China gar nicht mehr hinterherkommt, dass sozusagen der Protest, diese Wut der Leute immer größer wird. Da werden wir heute einen Kurzartikel, Originalquelle, Original-Content, singulärer Content dazu bringen. Hochinteressant. Deswegen reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Auch deshalb, weil ich Ihnen jetzt zwei Artikel empfehle. Silber, Gold und Silber sind ja deutlich gestiegen, haben den Abwärtstrend gebrochen. Wie geht es da weiter? Erster Artikel und zweiter Artikel. Wir sehen, dass das, was die EZB nicht tut, nämlich die Zinsen anheben, das tun die Märkte. Zinsschock, Rekordanstieg, Experten über Zinsen für Unternehmenskredite. Auch sehr interessant, wenn sozusagen der Markt das übernimmt, was die EZB versäumt. Man darf gespannt sein, wie sich die Notenbank heute verhalten wird. Wir werden 13:45 die Entscheidung bringen und 14:30 werde ich die Pressekonferenz von Christine Lagarde schriftlich kommentieren, praktisch live kommentieren. Da sollten Sie auch mal reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.